up a Tara in his kitchen. Cari amici, buongiorno. Ja, wir sind heute in Süditalien. Wir sind bei Ciambotta. Wenige bekannte Rezepte, aber traditionelle. Wir sind 200 bis 300 Jahre alt, mit Varianten in Kampanien, Kalabrien und Apulien. Wir haben hier eine basic Ciambotta von Provinz Salerno. Jetzt werden wir sehen, welche die Zutaten sind. Wir haben hier von oben Aubergine, Kartoffeln, Paprika, Zwiebel, Knoblauch, Tomaten, Petersilie, Basilikum, Oregano. Das war eigentlich sehr einfach, sehr geschmackvoll. Ähnlich wie die französische Ratatouille in einer Art, aber Sie werden merken, etwas anders. Wir fangen mit den Zwiebeln an. Ziemlich große Stücke. So, Olivenöl in einem Topf. Nicht zu viel, wie du hier siehst. Das reicht. Eine moderate Flamme. Und dann die Zutaten kommen an unterschiedliche Zeiten rein, weil sie vielleicht brauchen mehr Zeit zu kochen. Zum Beispiel fange mit Zwiebel an, dann kommen die Paprika, dann kommen die Kartoffeln, dann kommen die Aubergine, also in Stadien. Und dann warten wir. Insgesamt wird circa 30-40 Minuten die ganze Geschichte dauern. So, die Zwiebel kommen schon rein. Paprika an. Grillstreifen. So, unsere Paprika alle rein. Jetzt, wir gehen zum Auberginen. Hier auch, wir versuchen Würfelchen. Jetzt kommen die Aubergine rein. Kartoffeln schälen, auch Kartoffeln in kleine Würfeln, die Flamme noch ein bisschen niedriger, Tomaten, man sollte eigentlich die Tomaten schälen, also erst kurz kochen, dann schälen, aber ich finde, es geht auch so. Okay, die Tomaten gehen auch rein. Wäre diese eine Ratatouille, also ich bin kein Experte, aber ich glaube, wäre viel mehr Tomaten. Gehen wir zum Gewürze. Basilikum. Mit Händen schneiden. Also ich habe auch nicht gewaschen, weil ein paar von den ätherischen Öle gehen dann weg. Ich möchte denken, dass dieses Basilikum schon sauber ist, okay? Eine Prise sizilianische Oregano. Petersilie machen wir mit dem Messer. Salz. Zwei Prise, wie du siehst, Pfeffer und rühren. Und ich brauche im Moment keine mehr Flüssigkeit, also Tomaten, alles geben genug Flüssigkeit. Ich bin dabei. Ich setze meine Uhr bei 30 Minuten jetzt.
Aber ich werde ab und zu umrühren, kontrollieren, ob flüssig, nass genug ist. Und dann machen wir weiter. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Kein Wasser dazu. Es ist feucht genug. Es kocht wunderbar. Genau wie wir das wollen. Lass mich kurz die Kartoffel testen. Fertig. Riecht so gut, man würde sofort ein Stück Brot nehmen und von diesem schönen Gemüse einfach profitieren. Können Sie schon machen, aber noch besser, warten Sie ein paar Stunden. Also nicht im Kühlschrank, einfach draußen lassen, bis es kalt ist. Fantastisch, noch besser. Andere Zutaten, die natürlich reinkommen könnten, sind Oliven, Sellerie, Zucchine, ja. Aber das ist hier unsere Basic Ciambotta. Arrivederci, buon appetito. Let's see what's on today.